Vom 24. Februar bis 7. März 2014 zeigten 1081 Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker aus Nord-, Ost- und Südtirol beim Gesamttiroler Landeswettbewerb Prima la Musica im Festspielhaus Erdl sowie im Mehrzwecksaal in Epps ihr Können. Ich arbeite gern mit den Kindern und kann mir gut vorstellen, mit den Kindern dann die zu unterrichten und ja. Ja, Prima la Musica ist ein Fest der musizierenden Jugend. Die Teilnahmezahlen beweisen, dass immer noch mehr Jugendliche, besonders begabte junge Musikerinnen und Musiker sich diesem fairen Leistungsvergleich stellen, aber dabei immer die Freude am Musizieren, am Singen im Vordergrund belassen. Und das ist wunderbar so. Ich freue mich natürlich auch, dass wir mit Südtirol seit einigen Jahren so gut kooperieren. Damit ist dieser Landeswettbewerb der größte in ganz Österreich und die Tirolerinnen und Tiroler schneiden auch beim Bundeswettbewerb immer sehr gut ab und das wird auch heuer so sein. Dieses gemeinsame Musizieren, Ensemblemusizieren und vor allem das Musizieren über die Grenzen. Wir veranstalten ja Prima la Musica immer gemeinsam mit dem Land Südtirol, von der Größe etwa ein Drittel immer zum Nordtiroler, zu den Nordtiroler Teilnehmern. Musik hat, glaube ich, jedenfalls etwas Verbindendes. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr glücklich über den heutigen Tag. Prima la Musica, das ist eigentlich keine Veranstaltung in Tirol, sondern das ist eigentlich schon eine Jugendmusikbewegung, wenn man so möchte. Und wenn man die letzten 3 Wochen hier in Erdl so jeden Tag mitverfolgen hat dürfen, so kann man schon feststellen, dass der heutige Nachmittag wirklich ein großartiges Fest der musizierenden Jugend Tirols und Südtirols war. Die erfolgreiche Bilanz: 235 Musikerinnen und Musiker, davon 151 aus Nord- und Osttirol und 84 aus Südtirol, dürfen vom 6. bis 11. Juni zum Bundeswettbewerb nach Wien fahren. Das Preisträgerkonzert mit musikalischen Beiträgen ausgewählter Nachwuchstalente fand am Sonntag, den 16. März, im Festspielhaus in Erdl statt. Nein, das ist natürlich wunderschön, dass wir heuer hier erstmals im Festspielhaus sein dürfen. Und ich möchte mich auch ganz ausdrücklich bedanken bei Hans-Peter Haselsteiner und Gustav Kuhn, dass sie uns ihr Haus zur Verfügung stellen. Aber das Herz für junge Musikerinnen und Musiker haben die beiden ja schon öfter bewiesen. Aber es ist trotzdem sehr schön. Ich freue mich, dass wir da sind. Wie viele Stunden bist du eigentlich mit deinem Instrument am Tag unterwegs? Ja, einige Stunden, also auf jeden Fall täglich. Es sind am Tag zwischen 2 und 4 Stunden. Ich bin ja noch Schüler und ja, es ist mit nicht mehr möglich als 4 Stunden, aber ich probiere das meiste auszuholen, was so geht. Maestro Gustav Kuhn zeigte sich sehr erfreut über die Veranstaltung in seinem Haus. Indem wir auch sehr glücklich sind, in dem Fall mit der Politik, dass erstens einmal solche Veranstaltungen stattfinden und wenn wir mit dem Haus ein bisschen helfen können, dann freuen wir uns natürlich umso mehr und das ist das Wichtigste an unserer Arbeit überhaupt, wenn ich nur darauf schaue und die jungen Leute sehe und hier jetzt, Wichtigeres gibt es eigentlich nicht, weil sonst arbeiten wir ja nicht für die Zukunft und das sollten wir aber. Ja, erstens war Erdl natürlich ein ganz besonderer Standort heute. Das war etwas, was sich vielleicht so schnell natürlich in der Form nicht wiederholen kann, dass wir so eine Gelegenheit haben, im neuen Festspielhaus zu spielen und unsere jungen Künstler dort ihre Leistungen darbieten lassen können. Das Haus ist für die Musik und die jungen Leute, das ist die Zukunft der Musik. Und die Zukunft der Musik ist das Entscheidende, weil die Menschen sowieso sonst zu blöde Ideen haben, wenn sie nicht mit der Musik sich verbinden. Die Menschen, meine ich.
Im Rahmen der Schlussveranstaltung überreichten Tirols Kulturlandesrätin Beate Palfrader und ihr Südtiroler Amtskollege Philipp Achammer allen Teilnehmenden eine Urkunde. Landesrätin Palfrader zeigte sich vom Ehrgeiz und Können der Kinder und Jugendlichen begeistert und betonte: Besonders erfreulich ist natürlich auch, dass den Auftakt zu der heutigen Veranstaltung ein kurzes Konzert des Landesjugendorchesters ist. Und da möchte ich mich gleich anschließen an die vielen Glückwünsche zum 10-jährigen Bestehen. Vor 10 Jahren wurde in Tirol ein eigenes Landesjugendorchester gegründet. Wir sind natürlich sehr stolz, dass heute unser Landesjugendorchester bei diesem Rahmen, in diesem schönen Haus musizieren hat können. Unser Landesjugendorchester wurde vor mittlerweile 10 Jahren ins Leben gerufen. Die Initiative kam von der bereits damaligen Fachgruppenleiterin Sonja Melzer. Sie wollte den Streichernachwuchs fördern. Wir fanden das eine tolle Idee und haben gesagt, das müssen wir unbedingt unterstützen, so gut das geht. Geht es Sonja Melzer nach dem erfolgreichen Konzert? Erleichtert und stolz. Das war meiner Meinung nach wirklich ein sehr schöner Nachmittag, ein tolles Konzert. Und es freut mich ganz besonders, dass diesmal eben das Landesjugendorchester dabei sein hat dürfen. Und erstmals gemeinsam mit den Profis des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck spielen hat dürfen. Es war für uns ganz was Besonderes und das größte Geschenk, was man sich nur wünschen kann zum 10-jährigen Bestandsjubiläum. Schon seit Jahren wird mit berühmten Dirigenten ein Programm erarbeitet. Also die Jugend und die Mädels sind wunderbar. Sie spielen mit voller Begeisterung. Sie sind sehr aufmerksam und sie haben eine große Motivation. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Zum 10-jährigen Jubiläum wurden verschiedene Konzerte gespielt. Ja, das motiviert ungemein. Also wir hätten es uns einfach nicht schöner vorstellen können. Heuer haben wir die Vorkonzerte auch im Saal Tirol Kongress gestalten dürfen vom Symphonieorchester. Und jetzt noch dieses Konzert im Festspielhaus Erl. Also was will man mehr? Als besonderes Highlight der Schlussveranstaltung kam erstmals das Tiroler Landesjugendorchester in Kooperation mit dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck zum Einsatz.